Sich sichern bedeutet, nicht vertrauen wollen, nicht abhängig sein wollen, nicht dankbar empfangen, sondern Ansprüche haben und fordern können, sich selbst beschenken können. Die Welt der Sicherungen ist der Widersacher der Welt der Liebe. In sie geht der verlorene Sohn ein, in dem Augenblick, da er spricht: Gib mir den Anteil, der mir zusteht. Sie ist die Fremde, fern vom Vater. Im Reich des Vaters gibt es keine Anteile, gibt es nichts Zustehendes. Denn die Liebe macht keine abgegrenzten Teile, sie gibt alles. Aber so wenig wie die Liebe ein Anteil ist, sondern das Ganze und alles zum Ganzen Führende, so wenig steht sie auch zu. Sie ist das Freie und Befreiende. Empfangen kann sie allein das Vertrauen, nicht der Anspruch. Es ist ein tiefes Wort, liebe Schwestern und Brüder, das Heinrich Spähmann hier zu unserem Evangelium bemerkt. Unsere Welt ist voller Ansprüche, die Kirche voller Ansprüche. Was uns zusteht, was mir zusteht, wie ich vorkommen kann und wo es auch noch Gruppen gibt, die nicht berücksichtigt sind und einzelne Personen. Alle müssen vorkommen, alle haben Ansprüche, alle haben ihr Zustehendes und sie klagen es ein. Das ist keine Kirche mehr. Ich erspare mir jetzt den Vergleich. Die Kirche ist Gemeinschaft der Liebe des Vaters. Einer Liebe, die man nicht einklagen kann. Einer Liebe, auf die man sich nur einlassen kann, die man erwarten darf, aber nicht als Anspruch, sondern um sich beschenken zu lassen, in aller Schwachheit. Das, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in dieser Woche den Gedanken der Buße verfolgt haben in all den Texten, ist ein großes Geschenk heute, wenn unsere Überlegungen genau in diese Texte münden. Die Worte des Propheten Micha und das wunderbare Gleichnis, das uns Jesus im Lukas-Evangelium erzählt. Denn das ist die Voraussetzung für Buße. Ohne Anspruch, ohne Zustehendes, bereit zu sein, zu empfangen. Und sich auf das Ganze einzulassen und zum Ganzen geführt werden. Alles andere führt schlichtweg ins Nichts.